Herzlich willkommen zum heutigen VCD-Online-Seminar im Rahmen des Projektes Straßen für Menschen. Ich begrüße Sie ganz herzlich und freue mich sehr, dass Sie heute so zahlreich erschienen sind. An dieser Stelle auch ganz herzlichen Dank schon einmal an unsere Referenten Michael Detmar und Dirk von Schneidemesser, die uns das Thema Kiezblocks näher bringen. Mit dabei sind meine Kolleginnen Katharina Klaas und Sarah Eschenmoser. Wir werden den Chat im Blick halten, um Ihre Fragen zu beantworten in der anschließenden Diskussion, aber auch um technische Hürden zu nehmen. Die Seminarreihe findet heute zum zweiten Mal statt. Der erste Termin hat sich in der letzten Woche zum Thema rechtliche Fragen beschäftigt und wir freuen uns sehr, dass wir heute ganz praktisch an das Thema rangehen werden. Und einmal die Initiativen in Berlin von Changing Cities zu dem Thema Kiezblocks und Superbüttel aus Hamburg besser kennenlernen. Wir freuen uns insbesondere, dass das Thema natürlich auf so großes Interesse stößt und insgesamt wir ja auch vor allem die Verkehrswende von unten unterstützen wollen. Und wer sich natürlich gerne einbringen möchte bei der Verkehrswende, der kann auch gerne auf unserer Webseite vom VCD schauen. Wir unterstützen gerne bei Aktionsformaten, aber auch bei der Wissensvermittlung. Also vor dem Hintergrund freuen wir uns sehr, dass Sie heute mit dabei sind, aber vielleicht auch zukünftig noch weitere Anknüpfungspunkte finden. Die Seminarreihe Verkehrsexperimente, Ideen für nachhaltige Mobilität im Quartier findet im Rahmen des Projektes Straßen für Menschen statt. Wir unterstützen das bürgerschaftliche Engagement für die Verkehrswende und haben dabei drei Projektbausteine. Einige von Ihnen kennen auch schon unsere Projektbausteine. Wir haben einmal unsere Plattform Straße zurückerobern, wo wir schon viele unterschiedliche Beispiele vorstellen von Aktionen im Wohnquartier und in unterschiedlichen Orten Deutschlands. Dort findet man Geschichten und Anleitungen von Initiativen, aber wir stellen auch beispielsweise gute Beispiele von Verwaltungen und Kommunen vor. Des Weiteren haben wir ein Aktionsformat 12 Quadratmeter Kultur, wo wir den Parkplatz zur Bühne machen und zeigen wollen, wie können wir eigentlich Fläche, öffentlichen Raum anders nutzen. Und wir führen Workshops und Online-Seminare durch zur Wissensvermittlung. Der VCD selber beschäftigt sich natürlich bereits seit 1986 mit dem Ziel, die Verkehrswende voranzubringen. Und uns ist es dabei wichtig, dass alle Menschen mobil sein können. Und das heißt auch weg vom Auto hin zu mehr Fußrad-, Bus- und Bahnverkehr. Unser Projekt Straßen für Menschen wird gefördert von Fineo im Rahmen der Initiative Mobilitätskultur und die Online-Seminarreihe wird zudem unterstützt von der GLS Treuhand. In unserem Projekt legen wir dabei vor allem auch den Fokus auf die flächengerechte Verteilung des öffentlichen Raums unter den Verkehrsteilnehmenden. Und wir wissen alle, denke ich, die auch jetzt unter uns sind, dass zurzeit der öffentliche Raum vor allem geprägt ist durch das Auto, der sehr viel Raum in unseren Straßen und in unseren Städten einnimmt. Aber das muss und darf auch nicht nur so sein, sondern wir können unter anderem auch mit Verkehrsexperimenten gemeinsam probieren und schauen, wie wir den öffentlichen Raum anders gestalten können und wie wir den Verkehr auch anders gestalten. Deswegen widmen wir uns heute auch nochmal dem Thema, wie kann man Verkehr anders gestalten, mit dem besonderen Blick auf das Wohnquartier und dem Thema, wie können wir Durchgangsverkehr beispielsweise aus dem Wohnquartier raushalten und wie können wir mehr Lebensqualität in den Wohnquartieren schaffen. Wir haben dazu zwei Referenten eingeladen, einmal Michael Detmar von Superbüttel in Hamburg und Dirk von Schneidemesser von Changing Cities in Berlin. Sie werden jeweils circa einen 20-minütigen Vortrag halten. Und nach den Vorträgen möchten wir gerne in die gemeinsame Diskussion gehen. Und dazu haben wir uns dann auch noch mal so 30 bis 45 Minuten Zeit eingeplant. Wenn Sie also Fragen haben, die schon gerade während der Vorträge entstehen, können Sie die gerne schon im Chat schreiben und wir greifen die mit auf. Ja, und jetzt freue ich mich ganz herzlich auf den ersten Vortrag und würde als erstes Michael Detmar das Wort geben, und freue mich genau jetzt auf.
ersten Inhalte. Vielen Dank. Ja, wunderbar, vielen Dank. Einen Moment, ich muss noch kommen, na, hier anständig Sharing machen. So, das müssen Sie jetzt eigentlich sehen. Ich hoffe, das sehen Sie alle eben im technischen Test, hat das geklappt. Guten Abend nochmal aus Hamburg an alle. Mein Name ist Michael Detmer. Ich bin Mitarbeiter, Mitglied der Initiative Kurs Fahrradstadt und wir haben das Projekt Superbüttel angelehnt an den Superblock aus Barcelona. Das ist eine Verkehrsmaßnahme, die sich im Prinzip dadurch zusammenfassen lässt, dass man mehrere zusammenhängende Straßenzüge zu einem Block zusammenfasst und für diesen Straßenzug mehr oder weniger nur drei Sachen definiert, nämlich erstens, man kann da mit dem Auto nicht mehr durchfahren, man kann da zwar reinfahren, aber man muss dann also anders wieder raus. Verkehrsteilnehmer, das heißt Fußgänger, Fahrradfahrer und Autofahrer sind größtenteils gleichberechtigt. Das heißt, als Autofahrer merkt man schon, man muss da ein bisschen vorsichtig sein und muss Acht geben. Und die durch die Sperrung des Durchfahrtverkehrs frei gewordenen Kreuzungsbereiche werden oder können zumindest umgestaltet werden, sodass man sich da gerne aufhält und dass man da Bänke hinstellt, dass man da Bäume hinpflanzt, Spielgeräte für Kinder aufstellt und so weiter. Und dieses Konzept haben wir uns mal angesehen und haben versucht, das für Hamburg umzusetzen. Sie sehen hier Hamburg, schön an der Elbe gelegen, ziemlich große Stadt, 2 Millionen Einwohner. Wir haben natürlich nicht für ganz Hamburg das durchplanen können und uns überlegen können, wie man Hamburg Superblock kompatibel macht sozusagen, sondern wir haben uns einen Stadtteil herausgesucht, nämlich Hamburg-Eimsbüttel, ein sehr großer Stadtteil mit insgesamt 250.000 Einwohnern. Sie sehen, die Bevölkerungsdichte ist relativ hoch. Wir haben dann später gesehen, das ist etwa so eine ähnlich hohe Bevölkerungsdichte wie in Seoul. Das ist die Hauptstadt von Südkorea. Also wir haben schon gemerkt, also es ist ein dicht besiedeltes Gebiet. Das wissen wir natürlich, aber wir wussten das international gar nicht so richtig einzusortieren. Natürlich konnten wir das nicht für ganz Eimsbüttel umsetzen, das, was wir uns überlegt haben, sondern nur für einen relativ kleinen Teil. Diesen kleinen Teil, wenn Sie meine Maus sehen, nannten wir zärtlich Rallye-Kiez, weil die Rellinger Straße durchgeht. Das ist eine Durchgangsstraße. Genau, es ist dieser Bereich hier, für den wir das einmal durchgeplant haben und überlegt haben. Sie sehen hier so ein paar Zahlen, 181.000 Quadratmeter, etwa 4.700 Einwohner. Ein Drittel der Verkehrsfläche ist, also 60.000 Quadratmeter. Wissen Sie natürlich, das ist Auto und das ist Straße und das sind Parkplätze. Sie sehen auch, dass der Anteil der Grünanlagen beschämend niedrig ist, 3,2% oder in Quadratmetern umgerechnet 1,23 Quadratmeter für Einwohner. Das ist weit unterhalb dessen, was Hamburg selber eigentlich als Ziel für sich gesetzt hat, nämlich 9 Quadratmeter. Und wir wohnen alle in diesem Bezirk. Also alle Leute von Superbüttel, von Kurs Fahrradstadt wohnen in diesem Bezirk. Insofern haben wir natürlich auch ein eigenes Interesse dran und haben uns gedacht, wir werden einfach mal gucken, wie wir vor der eigenen Haustür mit diesem Problem umgehen können. Die eigene Haustür sieht so aus. Das kennen Sie sicherlich aus allen großen deutschen Städten. Vielleicht nicht in jeder großen deutschen Stadt, denn hier in diesem Viertel, das ist ein Gründerzeitviertel, das sind schöne alte Häuser. Sie sehen hier eine sehr große Grundschule. Anfang des 20. Jahrhunderts, 1911, glaube ich, gebaut. Sehr, sehr viele Bäume. Das hier ist zwar eine Aufnahme im Winter, aber es ist hier eigentlich relativ grün. Nur Sie sehen auch, der Platz ist hauptsächlich ausschließlich zwischen den Häusern für Autos vorbehalten. Das sind also Parkplätze. Sie sehen hier auch in dem Signum unten links und rechts Lars Zimmermann und Cities for Future. Die meisten Folien in diesem Vortrag sind gar nicht von mir gemacht. Ich habe die nur neu kombiniert. Lars Zimmermann ist ein Architekt, der mit seinem Bruder zusammen das Architektenbüro Cities for Future hier in Hamburg betreibt. Und der ist im Rahmen unserer Vorbereitungsarbeiten, wir haben natürlich Kontakte zu verschiedenen verkehrspolitischen Initiativen, auf uns aufmerksam geworden, hat uns angesprochen und hat gefragt, was macht ihr da eigentlich? Und wir haben erzählt, ja, wir wollen das Superblock-Konzept aus Barcelona auf Eimsbüttel anwenden und gucken, ob wir damit vielleicht irgendwie was Schönes schaffen können. Und die waren sofort begeistert und es stellt sich heraus, das sind Superblock-Spezialisten. Die haben das alles, zum Teil sind die in Kontakt mit der Barcelona Stadtverwaltung. Also die konnten uns alle Fragen, die wir noch zu Superblock hatten, beantworten. Und die haben uns auch gleich gefragt, können wir da zu was beitragen? Wir haben gesagt, ja,
Könnt ihr? Also wir wissen gar nicht so richtig, was man aus diesem Viertel eigentlich Schönes machen könnte. Könntet ihr das machen? Und die sind dann in Klausur gegangen und nach 2 Wochen haben sie aus diesem Bild das hier gemacht. Und wir waren sehr, sehr begeistert und haben gedacht, toll, so könnte das aussehen, wenn man das konsequent durchzieht. Dann haben wir ihnen ein weiteres Bild gegeben und haben gesagt, guck mal hier, was könnt ihr denn aus diesem Platz machen? Sieht auch nicht besonders schön aus. Das sind 12 Parkplätze in einem Platz, an dem man gar nicht merkt, dass da schöner alter Baumbestand ist. Und die haben gesagt, ja, das können wir auch machen. Das sähe dann zum Beispiel so aus. Das hat uns unglaublich motiviert. Und wir haben dann das restliche Viertel durchgeplant in ein paar Wochen. Das war eine ganz schöne Arbeit. Und haben sehr detailliert aufgezeigt, was man à la Barcelona mit den verschiedenen Plätzen, die sich da ergeben und mit den Straßenzügen, mit den Parkplätzen alles machen könnte und haben das sehr detailliert aufgezeichnet und waren dann nach ein paar Monaten einigermaßen stolz auf das, was wir da zusammengebaut hatten, aber waren uns völlig unsicher, ob das eventuell nur von uns gut geheißen würde, was die Bevölkerung dazu eigentlich sagen würde und haben gedacht, Mensch, wir wissen zwar, wie viele Leute da wohnen, wir wissen auch, wie viele Haushalte da sind, wir wussten alles Mögliche über die Altersstruktur, aber wir wussten nicht, wie viele Autos es eigentlich in diesem Bezirk gab. Wir haben zweimal durchgezählt und haben da zwischen 800 und 1000 Autos auf den Straßen und Gehwegen, auf den Parkplätzen rumstehen sehen. Und das wollten wir auf jeden Fall abfragen. Und bei der Gelegenheit haben wir gedacht, wir müssen eigentlich auch nochmal fragen, ob die dieses Konzept eigentlich gut finden oder ob die Kinder haben, wo die Kinder spielen und wo sie mit ihren Autos bleiben, ob sie Fahrräder haben. Denn es stehen auf den Straßen nicht nur Autos, sondern an den Gehwegen stehen Tausende von Fahrrädern. Das haben wir dann in einer Online-Umfrage zusammengestellt und haben dann über Anschläge an den Haustüren darauf aufmerksam gemacht, dass hier was kommt, dass man was bei uns nachlesen kann und dass wir die Anwohner bitten, an dieser Online-Umfrage teilzunehmen, um zu sehen, ob das überhaupt eine Angelegenheit ist, die von der Bevölkerung gewünscht ist oder auch nicht. Wir hatten glücklicherweise Kontakt zur Wochenzeitung. Die haben denen einen Tag vorher, vorab sozusagen ein Exklusivinterview, wenn man so sagen möchte, gegeben und die haben auch tatsächlich berichtet. Und zwar einen Tag, bevor wir das alles offiziell bekannt gemacht haben. Und dann wurde es wirklich sehr, sehr eng, weil wir plötzlich ständig Anrufe gekriegt haben, E-Mails von allen möglichen Zeitungen, von Fernsehsendern und hatten dann wirklich wochenlang damit zu tun, diese Anfragen, nicht nur von Zeitungen und von Fernsehsendern, sondern auch, es gab Universitäten, die uns angefragt haben, also Studenten, die studieren und uns gefragt haben, wie wir das machen und was man, ob man dann auch irgendwie dazu beitragen könnte und so weiter. Also wir waren wirklich wochenlang damit beschäftigt, mit diesem Medienansturm umzugehen. Die Berichterstattung war durchweg positiv, was uns auch sehr gewundert hat. Wir hatten eigentlich gedacht, dass wir ganz schön Gegenwind kriegen würden, aber war nicht so. Nach 3 Wochen haben wir dann die Online-Umfrage geschlossen und haben erstmal eine Woche lang ausgewertet, um nachzugucken, was da eigentlich bei rausgekommen ist. Und überraschenderweise, also wir waren völlig baff, stellte sich heraus, dass über 3/4 der Anwohner dieses Konzept sehr, sehr gerne umgesetzt hätten, obwohl klar war, da werden Parkplätze gestrichen, da wird das nicht mehr so einfach sein, mit dem Auto rein und raus zu fahren. Und was uns besonders gewundert hat, war, dass sogar über die Hälfte der Autofahrer dieses Konzept gut geheißen haben. Kleine Bemerkung am Rande, wir haben auch abgefragt, ob es Autofahrer gibt, die mit dem Gedanken spielen, ihr Auto abzuschaffen. Das war tatsächlich bei 80 Teilnehmern so, deswegen waren wir sehr, sehr zuversichtlich. Also 80 Teilnehmer, das wären 4 von diesen Plätzen, die ich Ihnen gerade gezeigt habe, die wären dann autofrei. Also wir waren sehr zuversichtlich und sehr motiviert und haben uns gefreut. Sind dann auch sofort von der Politik kontaktiert worden. Also die Grünen haben sich wirklich, ich glaube, 3 oder 4 Tage später direkt an uns gewendet und haben uns gebeten, in 2 Sitzungen, eine so einer Gremiumssitzung, in der Fraktionssitzung mal dieses Konzept im Detail vorzustellen. Kurze Zeit später kam die Linke, ist an uns herangetreten und hat ebenfalls gebeten, dass wir das nochmal erläutern und uns den Fragen stellen. Und auch am Ende hat die SPD sich ebenfalls dafür interessiert und uns gebeten, mal zu referieren, so dass wir im Frühsommer des Jahres 2021 sehr zuversichtlich waren, dass das jetzt funktioniert und dass wir unseren Job getan haben und dass wir den Politikern praktisch auf dem Silbertablett geliefert haben. A, eine Planung,
B, eine Idee, dass man mit relativ wenig Aufwand und mit relativ wenig Geld schnell was erreichen kann. Und C, wir außerdem auch noch belegen konnten, dass die Bevölkerung das möchte. Wir haben eine Zeit lang gewartet und es passierte nichts. Wir haben zwar gesehen, dass in der Bezirksversammlung diese Sachen diskutiert worden sind, dass Anträge gestellt worden sind, aber diese Sachen wurden von einem Gremium zum nächsten verschoben und es drohte so ein bisschen zu versanden, die ganze Angelegenheit. Da kam die Sommerpause und es war immer noch nichts passiert, gar nichts, außer dass diskutiert wurde. Wir haben dann später erfahren, es wurde auch wirklich innerhalb der Parteien oder aber auch zwischen den Parteien, da gab es eindeutig Befürworter und Gegner und wir überlegten, was machen wir jetzt? Und sind auf den Gedanken gekommen, vielleicht muss den Leuten, also den Politikern hauptsächlich und auch der Verwaltung, einmal gezeigt werden, wie das eigentlich ist in so einem Superblock, wie es ist, wenn so eine Straße autofrei ist. Und haben dann für den 13. August des Jahres eine Straße komplett gesperrt, einen relativ kurzen Abschnitt, nur 80 Meter direkt vor der Schule. Das ist das Bild da oben, was ich Ihnen ganz am Anfang gezeigt habe. Natürlich konnten wir das nicht so schön machen wie auf dem Bild, denn das wären relativ große Umbaumaßnahmen gewesen. Wir haben einfach den Autoverkehr ausgesperrt von morgens 6 bis abends um ungefähr 10 Uhr. Haben auch nicht besonders viel geplant, sondern die Leute sind auf uns zugekommen. Eine Yoga-Lehrerin hat gefragt, ob sie Yoga-Unterricht geben könnte. Jemand, der eine Skateboard-Schule hat, hat gefragt, ob er seine Gerätschaften da aufstellen könnte, damit die Kinder spielen können. Die einzige Idee, die wir hatten, wir bitten einfach alle Leute, die kommen, abends Tisch und Stuhl mitzubringen und was zu essen. Und wir würden dann vielleicht gemeinsam abends ein Bütteldinner veranstalten. Das hat super toll geklappt. Wir haben das genauso angekündigt wie auch vorher über. Das hat sich sehr, sehr bewährt, denn nicht jeder verfügt über Internet oder guckt sich das an. Insbesondere alte Leute sind sehr dankbar, wenn man ihnen auf diese Art und Weise mitteilt, dass hier was passiert. Das hat super geklappt. Das sah am Ende so aus. Die Schulleitung ist dann spontan auf den Gedanken gekommen, dass sie vielleicht die Kinder draußen unterrichten könnten. Also vormittags waren die ganze Zeit Schulklassen draußen, haben auf der Straße lesen gelernt und schreiben und rechnen gelernt. Und tagsüber war da die ganze Zeit der Teufel los. Also es waren immer Kinder auf der Straße, die haben alle gespielt. Und wir haben daraus gelernt, dass man eigentlich überhaupt nicht groß umbauen muss und so Sachen komplett durchplanen muss, sondern dass man den Leuten eigentlich hauptsächlich erstmal sagen muss, das ist euer Platz, ihr könnt damit machen, was ihr wollt. Und die machen dann das, was sie wollen. Die setzen sich hin, trinken Kaffee, trinken Bier zusammen, schmücken eine Zigarette, unterhalten sich. Also das war ein wunderbarer Tag, muss man wirklich sagen. Also wir waren wirklich glücklich am Abend. Um 10 Uhr haben wir die letzten Sachen abgebaut. Wir hatten eine Rückmeldung von den Kindern, die alle sagten, Mensch, machen wir das nächsten Freitag wieder oder nächstes Jahr? Und wir haben denen gesagt, ah, nee, müssen wir mal gucken. Da müsst ihr da mal bei der Bezirksleitung nachfragen. Noch so ein paar Fragen, also ich bin mit meiner Präsentation jetzt am Ende. Ein paar Fragen, die ich noch beantworten sollte, die ich gerne beantworte, seit wann es Kursfahrt statt gibt. Es gibt uns seit 2016. Ich bin seit Mitte 2020 dabei. Wir sind so zwischen 4 und 6 Leuten da, sozusagen. Aber je nachdem, was für Aktionen wir machen, melden sich dann manchmal eine Menge Leute dazu, die gerne bereit sind, daran teilzuhaben und ihren Beitrag zu leisten. Das hat jetzt hier bei Superbüttel waren wir am Ende 10 Leute, also Kommunikationsleute, Webdesigner. Das war wunderbar, das hat sehr, sehr gut geklappt. Es ist so, unsere Stellung hier in der Stadt ist, wenn ich sage, wir sind erfolgreich, dann ist es natürlich nicht ganz korrekt, denn das ist alles noch gar nicht umgesetzt worden, was wir hier vorgeschlagen haben. Aber wir sind, ich würde mal sagen, wir sind gern gesehen, weil wir, wenn wir uns öffentlich äußern, kein Politiker und auch kein Verwaltungsmenschen irgendwie an die Wand stellen und groß beklagen, dass da nichts passiert, sondern in der Regel ist es so, dass wir positive Signale geben und positiv und zuversichtlich in die Zukunft schauen und den Leuten eher zeigen, so könnte das aussehen, statt ihnen ständig zu zeigen, guck mal, so schrecklich ist das, das muss geändert werden. Das Projekt selber hat in der Vorbereitung und der Ausführung ungefähr, also bis April, waren wir 5 bis 6 Monate etwa zugange und haben das alles durchgeplant. Das war ein Haufen Arbeit, aber es hat auch großen Spaß gebracht. Und es hat sich gelohnt, würde ich sagen. Wir haben eine Menge gelernt, auch dass wir jetzt praktisch ein Online-Umfrageinstrument haben, was wir jederzeit benutzen können. Das hat sich hier schon bei einigen Sachen bewährt. Das ist wirklich toll. Es hat sich gelohnt und
Es ist zwar eine Menge Arbeit, aber ich habe auch irrsinnig viel gelernt in dieser Zeit. Ich war vorher überhaupt gar kein Verkehrsexperte. Das habe ich mir alles drauf geschafft. Ja, das ist das Ende meines Vortrags. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Das war es meinerseits. Ja, vielen Dank, Michael Detmar, für die erste Einführung in das Thema und auch nochmal für den Verweis auf die Entstehung des Themas nach Barcelona mit den Superblocks und der Namensadoption, die es ja in den unterschiedlichen deutschen Städten gibt. Der Ton, der schwankt etwas zwischen leise und laut. Ich konnte Michael Detmar ganz gut verstehen. Ich hoffe, die weiteren Teilnehmenden auch. Ansonsten können Sie vielleicht, weil wir es, glaube ich, nicht ganz gelöst bekommen, den Ton bei sich ein bisschen lauter stellen. Ich glaube, dann würde das auch funktionieren. Ich habe zwischendurch im Chat geguckt und gucke nochmal Katharina an. Ich glaube, es gab eine inhaltliche Frage, die Michael Detmar aber auch im Anschluss schon beantwortet hat. Und zwar, dass so im Großen und Ganzen 10 Aktive die Initiative bei der Umsetzung dieser temporären Maßnahmen und bei der Kommunikation und dieser Projektidee quasi unterstützt und begleitet. Und ich denke, wir können später natürlich auch nochmal in der Diskussion auch nochmal vielleicht näher darauf eingehen, wie viele Menschen, also es wurden ja auch schon Institutionen genannt, wer sich eigentlich alles in so einem Quartier mit engagieren kann, also von der Schule über halt auch einzelne Personen wie eine Yogalehrerin, das kennen wir beispielsweise auch aus Ottensen macht Platz, was ja auch ein Verkehrsversuch war, wo ja auch ganz unterschiedliche Vereine und Institutionen sich sozusagen eingebracht haben. Und da werden wir bestimmt hinterher auch nochmal in die Diskussion einsteigen, wie man alles mit ansprechen kann. Wenn jetzt keine weiteren Verständnisfragen sind, Katharina, dann würde ich an den nächsten Referenten übergeben. Genau, es gab jetzt reges Interesse an diesem Umfragetool. Vielleicht können wir das noch einmal schnell, diese technische Frage einmal vorschieben. Da scheint es mehrere Interessenten zu geben, welches Tool das ist und ob das zur Verfügung gestellt werden könnte. Würde ich im Prinzip gerne zur Verfügung stellen. Ich glaube, das geht nicht. Ich habe das nicht selber gebaut. Das ist eine Open Source Software von Lime Survey. Kennen Sie, also wer sich ein bisschen damit beschäftigt hat, das ist so mehr oder weniger, ich will nicht sagen, der Marktführer, aber also es war eine Menge Bastelei. Das ist kein Standardwerkzeug. Das ist nicht Google, das ist nicht Microsoft, das ist nichts, was man so einfach buchen kann. Man kann Lime Survey auch mieten. Das kostet dann, glaube ich, pro Monat 40 Euro oder sowas in der Art. Also wenn sich jemand den Namen Lime Survey merkt, das ist eine Hamburger Firma übrigens, dann kann man sich aktivieren. Ansonsten können wir gerne im privaten Austausch nochmal diese erläutern. Ja, vielen Dank nochmal für den Verweis. Ich könnte sonst nur noch ergänzen, wir haben auch schon Initiativen unterstützt, auch mit Umfragen bis zu 600 Bewohnerinnen bei einer Initiative in Kempten, wo es auch um eine Fußgänger- und fahrradfreundlichere Gestaltung einer Hauptstraße ging. Und da haben wir in der Abwägung auch aus Datenschutzgründen beispielsweise LlamaPol genutzt. Genau, das sind aber teilweise auch Kosten, die anfallen, insbesondere wenn man so hohe teilnehmenden Zahlen erwartet und die Daten auswerten kann. Aber genau, da kann man sich auch nochmal so eine Marktübersicht einholen. Das ist genau, das sind jetzt sozusagen so einzelne Stichpunkte, wenn sie hilfreich sind, gerne. Ja, dann freue ich mich jetzt, Dirk von Schneidewässer vorzustellen. Und ich habe auch nochmal nachgeschaut, damit ich mich nicht verhaspel. Er ist tätig auch am Institut für transformative Nachhaltigkeitsforschung in Potsdam und wird uns jetzt auch nochmal einen Einblick geben, wie das Thema Superblocks, Kiezblocks weltweit und unterschiedlich angegangen wird, wie es in Berlin umgesetzt wird und wird sozusagen zwischen den aktivistischen, wie wird es denn in Berlin umgesetzt und welche Ansätze gibt es dort mit dem wissenschaftlichen Blick, welche guten Argumente gibt es auch, die diese Kiezblocks und Superblocks in den unterschiedlichen Städten umzusetzen und wie kann man, das haben wir auch schon oft in unseren Seminaren gehabt, wie kann man Bedenkenträgern, gerade aus dem Einzelhandel oder aus den anderen Bereichen, auch nochmal mit guten Fakten darstellen, dass eine Minimierung des Individualverkehrs nicht dazu führt, dass weniger Menschen in die Quartiere kommen und weniger Lebendigkeit ist, sondern genau das Umgekehrte passiert, dass ein Quartier genau davon profitiert, aus einer lebendigen Nachbarschaft. Und daher freue ich mich jetzt sehr auf den Vortrag.
Ja, wunderbar. Herzlichen Dank. Genau, das ist so. Wird so ein ja, sozusagen ein Rundumschlag, wenn Sie so wollen. Aber ich hoffe, dass ich es sozusagen präzise darstellen kann und auch die ganz wichtigen Punkten auch entsprechend anspreche. Genau, also ich berichte hier sozusagen aus zwei Perspektiven. Zum einen, wie erwähnt, untersuche ich als Wissenschaftler Kiezblocks und Superblocks und ähnliche Konzepte. Und andererseits habe ich auch mit Changing Cities die Kiezblock-Kampagne in Berlin mit angestoßen. Und sozusagen werde aus beiden Erfahrungen ein bisschen mit hier in dieser Präsentation mitgeben. So, im Grunde genommen, das übergeordnete Thema ist Ihnen schon bekannt. Es geht darum, sozusagen den Durchgangsverkehr zu verhindern, also den motorisierten Durchgangsverkehr zu verhindern, damit man irgendwas anders mit dem Platz innerhalb des Wohnquartiers machen kann. Das wurde auf unterschiedlichste Weise dargestellt. Hier auch nochmal sehr anschaulich, wie man sozusagen dann auch Flächen gewinnen kann und umnutzen. Aber vielleicht, bevor wir zu tief eingehen auf das Wie, auf das Was, einfach die Motivation. Es gibt nämlich ganz viele Gründe, warum man Superblocks, Superbrittle, Kiezblocks, Supergrätzl, so nennt man das in Wien. Aber das sind alles ziemlich, also nicht eins zu eins, aber ziemlich genau oder ziemlich sehr ähnlich ähnliche Konzepte. Und zum einen erhöht es die Verkehrssicherheit. Wir wissen alle, dass wir sozusagen um die 3000 Verkehrstote und Hunderttausende Verletzte im Verkehr durch Verkehrsgewalt in Deutschland jedes Jahr zu beklagen haben. Das hat auch natürlich was mit der Gesundheit zu tun und dass wir so viel Auto fahren. Also das ist einfach ein sehr schädliches Fortbewegungsmittel, wenn wir überlegen, was für menschlichen Schäden das anrichtet. Aber wie kommen wir davon weg? Und sozusagen die Kiezblocks oder die Superbrittle sind eine Antwort darauf. Aber die adressieren auch Luftverschmutzung. Das soll auch sinken dadurch, ist auch nachgewiesen. Da bringe ich auch noch ein paar Beispiele. Das führt auch dazu, dass aktive Mobilität stärker in Anspruch genommen wird, beziehungsweise die Menschen bewegen sich zu Fuß mit den Öffis und mit dem Fahrrad mehr in Ortschaften, wo diese Art von Maßnahme ergriffen wurde. Und so wird auch weniger Auto gefahren. Das führt dazu, dass weniger Autos produziert werden müssen und sie auch weniger dann ausstoßen. Aber es geht auch um halt sehr hyperlokale Faktoren, so wie urbane Hitzeinseln. Sozusagen Autos und Betonstraßen, die hitzen sehr auf, die speichern auch sehr viel Hitze. Wenn wir das mit Grün ersetzen können, da brauchen wir Flächen für, die müssen wir irgendwo herholen. Und gerade sind sehr viele Flächen, so wie der Michael das schon dargestellt hatte, mit Autos und Autoinfrastruktur belegt. Aber das geht auch in Richtung Isolation und Einsamkeit. Sozusagen, wer in der Stadt wohnt, wohnt unter viele Menschen, aber trotzdem ist Einsamkeit ein großes Problem. Es gibt sehr interessante Forschung über die Hitzewellen, die beispielsweise vor viele Jahre in Chicago heimtrafen. Und dort hat man herausgefunden, dass tatsächlich nicht der Hitze, also die Hitze sozusagen das Gefährlichste war, sondern die Hitze in Kombination mit sozusagen eine soziale Einsamkeit. Also Menschen, die wenige Kontakte haben, fielen Opfer zu der Hitze.
Aber auch Lärmbelastung, politische Verdrossenheit, sozusagen, das sind auch Aspekte. Wer mehr zu Fuß geht und mehr Fahrrad fährt, der oder die, dort ist es auch wahrscheinlicher, dass man sich in der Nachbarschaft oder für die Gesellschaft engagiert. Und letztendlich, wenn wir dann weniger Geld sozusagen in Benzin investieren, haben wir mehr, was wir sozusagen, dann bleiben wir mehr im Viertel, in unserer Stadt, dann geben wir unser Geld mehr dort aus und es bleibt auch viel eher dort und wird nicht irgendwo abgeführt. Was ist ein Kiezblock? Das haben wir, glaube ich, das werde ich sozusagen sehr schnell hier durchgehen. Im Grunde genommen, es geht darum, den motorisierten Verkehr rauszuhalten, zu unterbinden. Das kann man auf unterschiedlichste Weise machen. Zum Beispiel hier, indem man nur einen Ein- und Ausgang für den Motorverkehr in einem Kiez oder einem Viertel hat. Oder dass man halt sozusagen andere Konzepte überlegt, zum Beispiel, dass man, so wie die Wiener hier das darstellen, mit dem Auto immer wieder hier unten rechts auf dieselbe Hauptstraße zurückgeführt wird, wobei der Fußverkehr und Radverkehr durchfahren kann. Das macht es sozusagen attraktiver, wenn wir davon ausgehen, dass zum Beispiel ich hier wohne am Anfang von dem gelben Pfeil und sozusagen meine Lieblingsdönerbude ist hier am Ende des gelben Pfeils. Dann steige ich vielleicht im Auto, wenn ich dann da direkt hinfahren kann. Das ist sehr bequem, bin ich vielleicht auch dran gewohnt. Aber wenn ich sozusagen diese Option nicht mehr habe und auch zur Dönerbude fahren könnte, aber einen viel längeren Weg in Kauf nehmen müssen, nämlich sozusagen der orangene Pfeil, der hier sozusagen nach außen, außenrum fährt, um den nächsten Kiez herum und dann sozusagen ganz unten in dem Kiez nur reinfahren kann, wo meine Lieblingsdönerbude ist, dann überlege ich mir das vielleicht zweimal und gehe dann direkt zu Fuß dorthin. Das zeigt auch die Wirksamkeit oder sozusagen, wenn wir Kiezblocks, so Superbüttel als System denken, die Vorteile sozusagen, die werden größer, je mehr Kiezblocks oder Superbüttel oder Superblocks man nebeneinander stellt. Das funktioniert hervorragend in anderen Städten. Wir haben mehrere Beispiele davon. Barcelona ist vielleicht sozusagen das bekannteste, kennen Sie wahrscheinlich. Dort wurden auch Modellierungen gemacht, wenn der ganze Stadtgebiet von Barcelona tatsächlich zu Superblocks gemacht wird. Aktuell ist es lange nicht das ganze Stadtgebiet. Könnte man tatsächlich mehr als 600 frühzeitige Todesfälle im Jahr verhindern, dadurch, dass es weniger Stickstoffdioxide geben würde, weniger Lärm, was sozusagen zum hohen Stresspegel führt, weniger Hitze. Und so würden tatsächlich die Bewohner und Bewohnerinnen Barcelonas eine Lebenserwartung Verlängerung haben von 200 Tage. Das ist auch nicht nichts oder nicht ohne. In Utrecht wird das auch schon praktiziert. Hier kann man sehen, dass mit so einer Kompartmentalisierung man tatsächlich auch hier wieder mit dem Auto jeden Punkt in dem Kiez erreichen kann, aber eben nicht, und das zeigen sozusagen diese kleine rote Markierungen, die den jeweiligen Farbabschnitten voneinander trennen. Dort können beispielsweise durch modale Filter zu Fuß gehende und Radfahrende durch, aber eben die Autos nicht. Aber niemand ist sozusagen verhindert, wenn beispielsweise der Mülltransport dahin muss oder Oma nicht so gut zu Fuß ist oder. In Gent zeigt diese Art von Maßnahme tatsächlich auch sehr viel Wirkung. Der Autoverkehr hat sich stark reduziert von 55% der Weganteil auf 27%. Und tatsächlich
dadurch, dass sie diese Kiezblocks um den Zentrum drumherum gesetzt haben, muss man dann mit dem Auto nach draußen zu diesem Ring fahren, damit man dann entsprechend wieder dann in einem Auto, in einem anderen Kiez oder in einen anderen Bereich hier sozusagen reinfahren kann mit dem Auto. Die Wege werden mit dem Auto länger, aber die werden auch schneller. Ja, also das heißt, dass es nicht nur die Radfahrende und Fußgehende profitieren davon, sondern auch die Autofahrende. Aktuell werden Low-Traffic Neighborhoods in London auch um- und eingesetzt, gerade in den letzten Jahren. Und das wird sehr genau wissenschaftlich begleitet. Da hat man sozusagen auch ganz, also ziemlich tiefgreifende Erhebungen gemacht. Und das ist ein sehr spannendes Beispiel, denn weil so viel wissenschaftliche Aufmerksamkeit darauf gerichtet wird, da hat man tatsächlich sozusagen feststellen können, dass die Autonutzung und der Autobesitzrate nach ein paar Jahren zurückgeht, die Autonutzung relativ bald und die Autobesitzrate dann nach ein, zwei Jahren fängt an, dann fangen die Leute an, ihre Autos loszuwerden. So, das ein bisschen der Blick ins Ausland, aber geht das auch in Deutschland? Michael hat ja schon das Beispiel aus Hamburg gebracht. Hier nochmal ein Blick nach Berlin. Wie können wir das denn angehen? In Berlin haben wir 2018 angefangen, sozusagen mit dem ersten Kiezblock, wie wir das nennen. Und das haben wir dann versucht für den ersten Kiez in Berlin mittels eines Einwohnerinnenantrags. Das ist sozusagen die Möglichkeit, dass auch wenn ich nicht einer Fraktion angehöre, der im Bezirksparlament vertreten ist, ich einen Antrag reinbringen kann, auf die Tagesagenda setzen kann und die Verordneten müssen dann darüber diskutieren und es eben abstimmen. Ich brauche dafür aber, weil ich nicht ein gewählter Repräsentant bin, 1000 Unterschriften von meinen Nachbarn und Nachbarinnen, damit ich eben diesen Antrag einbringen kann. Und so haben wir das gemacht. Es ist sozusagen eine gewisse Hürde, 1000 Unterschriften sind natürlich nicht nichts. Das braucht ja einiges an Zeit über die Wochenenden und am Abend. Aber dadurch findet man auch sehr viele interessante Gespräche und kann mit den Nachbarn und Nachbarn auch sich zusammentun und findet auch Alliierten. Das bringt auch tatsächlich was. Hier ein Bild von dem Bergmann-Kiez, wie es aktuell aussieht. Da wurde schon Raum um verteilt. Die Radfahrende haben mehr Platz. Es wurden Parkplätze gestrichen bzw. umgewandelt in Aufenthaltsraum. Man kann zwischen diese Kurbeln sitzen. Wer das nicht mag, das kann ich auch verstehen, aber ich finde das eine ganz schicke, sozusagen ein ganz schicker Ansatz. Bis wir den permanenten Plan haben, machen wir hier eine temporäre Umnutzung, damit wir bereits jetzt was davon haben und die Stadt anders sozusagen nutzen und erleben können. In Berlin gibt es aktuell 64 Initiativen für Kiezblocks. 17 sind bereits politisch beschlossen und hoffentlich sozusagen folgen noch ganz viele, denn das ist schon in dem Bezirk Friedrichshain-Kreuzberg passiert, dass sie gesagt haben, wir haben hier im Grunde genommen so viele Einwohnerinnenanträge für Kiezblocks, wir machen das einfach Kiezblocks als Leitbild für den ganzen Bezirk. Also der ganze Bezirk wird im Grunde genommen ein System aus Kiezblöcke. Der Verein Scenic Cities bietet auch sehr viele Ressourcen an, um das zu
sozusagen, um die Menschen, die sich dafür interessieren, abzuholen und sie an der Hand zu geben, wie man das machen kann. Zum Beispiel mit diesem Dokument How to Kiezblock kann man auf der Kiezblocks-Seite herunterladen. Es gibt auch eine Dr. Kiezblock-Sprechstunde alle 2 Wochen, wo Interessierte hingehen können und fragen. Das ist ein Online-Format. Das nächste Mal ist, glaube ich, am 22.11. Da kann man sich auch bei Changing Cities anmelden und dort einfach Fragen stellen und möglicherweise Gleichgesinnte finden. Manchmal sind 30 Leute in dem Call, manchmal ist es nur eine. Und dort kann man auf jeden Fall, also sozusagen immer einen ständigen Anlaufpunkt zu haben, hat sich auch als hilfreich erwiesen. Es gibt aber auch von Changing Cities Analogformate, wo man sich dann trifft und auch zu dem Thema austauscht. Jetzt wird es aber konkret. Ich will euch und Ihnen hier mit einem sozusagen ein ganz wichtiger verkehrstechnischer Maßnahme vertraut machen. Denn diese Maßnahme ermöglicht auch viele andere Maßnahmen. Zum Beispiel einige von diesen, die schönen Bilder, die Michael gezeigt hat, wären dann auch möglich durch einen sogenannten Modal Filter. Wie man hier sieht, das ist einfach sozusagen eine Straße. Man kann bis zu dieser Poller hinfahren mit dem Auto auf beiden Seiten, aber man kommt eben nicht durch. Es sei denn, man ist fährt ein Rettungsfahrzeug und hat den Transponder für diese versenkbare Poller in der Mitte. Aber das muss auch nicht sein. Es geht auch mit Dreikant oder andere Sachen. Es geht auch schöner mit Blumenkürbel. Der Diagonalfilter ist sozusagen eine ähnliche Maßnahme. Da wird der Modalfilter einfach sozusagen quer diagonal auf eine Kreuzung hingepflanzt. Und so müssen die Autos dann sozusagen nicht einen Wendehammer machen, sondern werden einfach sozusagen in eine Richtung geleitet. Am besten dann wieder gleich zu der Hauptstraße, wo sie herkamen. Das geht aber auch in schön und das geht aber auch in sinnvoll im klimatechnischen Sinne. Hier ist ein Modalfilter, sozusagen ein flächiger Modalfilter, der sich über ein bisschen Fläche streckt, in Bau. Das ist in der Stadt Vancouver in Kanada. Und links sieht man sozusagen, da ist jetzt eine Grünfläche bereit für Rasen oder ähnliches, da wachsen schon Bäume und rechts ist eine sogenannte Versickerungsmulde und das sozusagen, diese Art von Maßnahme kann natürlich, also hilft nicht nur bei die Hitzeinseln, sondern auch bei der Versickerung, weil wir haben immer mehr sozusagen unvorhersehbare Ereignisse, so wie Starkregen. Und die gilt es auch anzugehen und die Stadt auch für den Klimawandel anzupassen. So, hier sieht es ein paar Monate später aus. Ich habe dieses Bild dann auf Twitter gefunden. Das sieht auch tatsächlich ansprechend an. Und es scheint auch so, als ob es tut, was es tun soll, nämlich Regenwasser aufsaugen oder absickern lassen. So, ich bin fast durch, aber nochmal sozusagen ein paar gängige Mythen wollte ich aufgreifen. Die Widerworte, die oft kommen oder die Fragen, die Skepsis. Wir wissen eigentlich relativ viel, denn wie schon vorher erwähnt, es haben ganz schön viele Städte schon mit dieser Art von Maßnahmen angefangen, das umzusetzen. Und fangen wir mit dem Größten an. Das bringt doch nichts. Man hat tatsächlich modelliert, wie ich schon mal erwähnt habe, diese Studie aus Barcelona. Dort haben sie auch den volkswirtschaftlichen Vorteil ermessen. 1,7 Milliarden Euro eingespart jährlich durch das Verhindern von diesen ganzen frühzeitigen Todesfällen, die mit einer sehr starken Motorisierungsgrad verbunden sind. Und auch in London hat man wieder feststellen können, die Autobesitzrate nimmt ab,
Autonutzung wird reduziert und aber auch die Menschen gehen mehr zu Fuß, fahren mehr Fahrrad. Das ist noch mal ganz wichtig, denn das ist sozusagen die Grundlage für das, was wir Verkehrsverpuffung nennen. Merken Sie sich das Wort, da kommen wir auch gleich wieder darauf zurück. So, aber die Verkehrssicherheit an den Hauptstraßen, das ist gut für die Leute, die in dem Kiez wohnen, aber nicht die, die an den Hauptstraßen wohnen. Das stimmt so nicht. Die Untersuchungen aus London, die es bereits gibt, zeigen tatsächlich, dass die Verkehrssicherheit in den Kiezen sich sehr stark verbessert und die Verkehrssicherheit aber an den Hauptstraßen sich nicht verschlechtert. Ja? Das heißt, wir wollen natürlich nicht unsere Last sozusagen einfach von einem Ort zum anderen verlagern, dann haben die anderen irgendwie damit zu tun. Das ist auch nicht Sinn der Sache. Aber es zeigt sich so auch aus der Forschung, dass das tatsächlich nicht der Fall ist. Aber der Verkehr wird nur anderswo verlagert. Das stimmt in einigen Fällen, aber nicht eins zu eins. Der Verkehr, der Autoverkehr wird weniger. Hier sehen wir in vielen Low-Traffic-Neighborhoods-Bereiche in London, dass sozusagen, also diese blauen Balken, die nach unten hängen, das ist sozusagen die Veränderung im Negativen, also eine Reduktion in motorisierter Verkehr. Und diese hellere blaue ist sozusagen die Veränderung auf den umliegenden Straßen. Also da sehen wir tatsächlich ab und zu mal, zum Beispiel da in der Mitte bei Maryland in Waltham Forest, dass wir ein bisschen mehr Autoverkehr auf den Hauptstraßen haben, aber lange nicht eine 1:1 Verlagerung. Das heißt tatsächlich, dass der Verkehr auch ganz viel von dem Autoverkehr verpufft. Ja. Wir können das vielleicht einmal üben, alle zusammen, diesen Wort mal aussprechen, denn das ist ein ganz wichtiger Wort und es geht auch gegen die Annahmen, die sozusagen tief in uns drinstecken, nämlich, dass der Verkehr einfach irgendwo anders hingeht, wenn wir zum Beispiel eine Straße für den Autoverkehr sperren. Es gibt dieses Phänomen, das ist auch gut dokumentiert, es gibt auch ein paar weitere Studien dazu von Verkehrsverpuffung. Sagen wir das alle einmal laut, dann haben wir es einmal ausgesprochen. Verkehrsverpuffung. Sehr gut. Ich gehe davon aus, das haben Sie mitgemacht. Das zweite Mal ist es einfacher. Aber die Rettungsdienste, die kommen dann nicht durch. Es wurde in London, hat man auch eine Studie gemacht dazu, wie die Feuerwehr durchkommt in diesen Bereichen. Und die kommt genauso schnell durch wie vorher. Die müssen natürlich davon wissen, aber wir informieren sie oder sozusagen, das würde ich empfehlen, diese Maßnahmen nicht geheim zu halten. Das sind ja Profis, die wissen, was sie tun. Und zu den letzten zwei Mythen kommen wir jetzt. Aber der Einzelhandel, die Kundinnen und Kunden bleiben weg. Ich habe eine Studie durchgeführt, wo wir 2000 Passanten und Passantinnen auf dem Cottbus der Damen- und Hermannstraße in Berlin befragt haben und deren Antworten, wie sie zum Laden kommen, gegenübergestellt mit wie die Ladenbesitzer und Ladenbesitzerinnen sich vorstellen, dass ihre Kunden zu sich kommen. Und da haben wir tatsächlich herausgefunden, dass A, die allermeisten Kunden und Kundinnen kommen mit, also zu Fuß mit dem ÖPNV und mit dem Fahrrad und die allerwenigsten kommen mit dem Auto. Die Ladenbesitzer und Ladenbesitzerinnen aber, die haben sozusagen auch, weil man aus dem Laden geht und erstmal was sieht, viele Autos, da prägt sich der Eindruck ein, dass man sozusagen tatsächlich sozusagen sehr auf dem Autoverkehr angewiesen ist. Menschen, die einen Laden betreiben, haben vielleicht auch einen besseren Grund, ein Auto zu fahren. Das tun sie auch viel mehr, als ihre Kunden und Kundinnen das tun. Die müssen vielleicht auch viele Waren hin und her transportieren. Das macht auch Sinn, liegt auch auf der Hand. Aber was dann passiert ist, sie schließen von sich auf anderen. Und diese sozusagen
Diese Studie, die wir gemacht haben, deckt sich mit anderen, nicht nur in Deutschland, aber auch international in urbanen Räumen wird der Umsatz gemacht von mit dem Umweltverbund. So, und als letztes, aber was ist mit den Senioren, Seniorinnen, Menschen mit Mobilitätseinschränkungen, Menschen, die nicht so gut zu Fuß sind? Das kommt sehr oft auch sozusagen als Gegenargument. Erstens, mit diesen Konzepten kann man normalerweise auch jeden Punkt oder viele von den Punkten in dem Kiez ansteuern mit dem Auto. Und zweitens, wie wir hier sehen, von der Studie 2019 aus Offenbach, Gera, Erfurt, Weimar und Leipzig, ist das tatsächlich sozusagen die kleinste Gruppe, die mit dem von sowohl Senioren als auch Menschen mit Mobilitätseinschränkungen, die mit dem Auto in die Innenstadt fahren. Die große Mehrheit fährt mit dem ÖPNV, mit dem Fahrrad oder zu Fuß. Und das heißt, wenn wir diese Verkehrsmittel stärken, stärken wir auch die Erreichbarkeit für Senioren und Menschen mit Mobilitätseinschränkungen. So, jetzt mache ich aber Schluss. Und wünsche auf jeden Fall viel Spaß und Erfolg beim Kiezblocken, beim Superbütteln, beim Supergrätzeln, wie auch immer es heißt, und bin gespannt auf die Diskussion. Ja, vielen Dank für den Einstieg. Ich weiß, wir hätten noch ein paar Folien, wenn wir vielleicht nachher noch Zeit haben, wie man so unterschiedliche Straßentypen gestalten kann. Aber ich glaube, dieser Blick war nochmal ganz spannend in unterschiedliche Städte, in die Argumente und wie es beispielsweise in Berlin auch umgesetzt wird, auch welche Mittel man sozusagen im Rahmen des einzelnen Bürgers oder im Rahmen einer Initiative nutzen kann. Super, Grätzel war schon, glaube ich, eine Verständnisfrage, die gleich aufgetaucht ist. Ich nehme fast an, das ist das österreichische Wort für, ja, da liege ich richtig. Dann haben wir das schon mal beantwortet. Aber ich weiß, waren auch noch zahlreiche andere Fragen. Manche wurden vielleicht während des Vortrags auch schon beantwortet. Also wir hatten die Verlagerung, ich gucke Katharina aber auch schon an und sie nickt, die Verlagerung des Verkehrs auf die Hauptstraßen. Da wurden ja auch nochmal gute Grafiken und Studien gezeigt. Das ist, glaube ich, immer ein ganz spannendes Argument, weil das oft angeführt wird. Aber Katharina, also vielleicht kannst du nochmal ein paar weitere Fragen, die noch nicht beantwortet wurden, aufgreifen. Ja, genau. Also das war, als hätten Sie sozusagen alle Fragen parallel schon gewusst und die entsprechende Folie vorbereitet. Also dementsprechend hat sich, glaube ich, viel tatsächlich jetzt schon beantwortet. Eine Sache, die jetzt aber von mehreren Seiten kam, die auch tatsächlich vielleicht nochmal spannend ist, ob es Beispiele auch aus kleineren Städten gibt. Also da war auch einmal die Anmerkung, dass die ja teilweise ein anderes Muster von Straßenzügen haben und ob es da vielleicht sogar konkrete Beispiele schon gibt, wie man das auch in kleineren Städten, wo es nicht immer eine Ausweichstraße gibt, vielleicht umsetzen kann. Vielleicht direkt an Herrn von Schneidemesser als Frage. Ja, also es gibt, da sind, glaube ich, sozusagen mehrere Themen da angeschnitten. Also es gibt dann diese berühmte Umgehungsstraße, für den sich oft doch sehr viele Leute einsetzen. Aber das führt, also das ist sozusagen das Phänomen, dass wir die Autoinfrastruktur irgendwo anders ausbauen, damit wir es halt wirklich verlagern. Und mit solchen Maßnahmen sozusagen, wenn wir sagen, okay, wir wollen den Autoverkehr nicht halt durch unseren Dorf haben, sondern um unseren Dorf herum. Das führt dazu, dass auch tatsächlich mehr Autos da fahren. Es führt zu einer höheren Autoabhängigkeit. Das ist also tatsächlich vielleicht nicht die beste Lösung. Die Leute dann, die halt zum Beispiel in dem Dorf ohne Auto wohnen, bleiben dann ziemlich wortwörtlich auf der Strecke, denn oft werden dann auch Busse umgeleitet, so weiter, so fort. Da würde ich tatsächlich sozusagen dafür plädieren, sozusagen ein Bündel von Maßnahmen zu ergreifen. Da muss es auf jeden Fall sozusagen
die Bustakte, also das ÖPNV-Angebot muss gesteigert werden, gleichzeitig wie dann sozusagen Flächen umverteilt werden in der Innenstadt, ja, von Dörfern oder kleinere Städte, damit sozusagen tatsächlich die Mobilität erhalten bleibt und die Erreichbarkeit mit weniger motorisierten Individualverkehr. Das muss das Ziel sein. Es gibt unterschiedliche Wege, die dahin führen. Tatsächlich, ich sehe gerade in dem Chat, in den Niederlanden gibt es sehr gute Beispiele, wie das schon seit Jahrzehnten in sehr kleinen Städten praktiziert wird. Und das im Grunde, also die Kurzfassung ist, man hat das Durchfahren durch den Innenstadt mit dem Auto unmöglich gemacht und hat aber sozusagen nicht das Umfahren attraktiver gemacht. Das wäre sozusagen dann eigentlich, soweit ich weiß, der Königsweg. Ja, vielleicht können wir da auch nochmal Michael Dittmar mit ins Boot holen. Er hat nämlich selber auch gerade geschrieben, Haarlem, auch in den Niederlanden vor Amsterdam. Da war ich gerade letzten Herbst und habe auch das Fahrradparkhaus genutzt. Und das ist übrigens ganz bekannt als Einkaufsstadt. Und dass viele einfach aus Amsterdam in eine kleinere Stadt zum Einkaufen, weil die Innenstadt tatsächlich einfach sehr schön für zu Fuß gehende und für Radfahrende erschlossen ist. Aber Michael, ergänze Dittmar gerne. Ja, ich bin mit meinen Kindern im Sommer in Haarlem gewesen und das war fantastisch. Man kann das ja eigentlich gar nicht beschreiben. Die sind noch viel, viel, viel weiter. Also die machen sich überhaupt gar keine Gedanken mehr darum, wie man den Autoverkehr da rauskriegt, sondern da sind eh fast keine Autos mehr im City-Bereich. Da fahren nur Elektrobusse und die sind auch nicht alle voll. Die Leute müssen gar nicht so weit gehen, weil sie einfach in der Gegend wohnen, die an sich einfach schon schön ist, wo man sich gerne aufhält. Und das ist eigentlich auch so im Großen und Ganzen der wichtigste Schlüssel. Man muss mit diesen Maßnahmen dafür sorgen, dass die Leute da, wo sie wohnen, sich auch gerne aufhalten. Denn müssen sie nicht unbedingt ständig mit dem Bus oder der U-Bahn oder der S-Bahn irgendwo hinfahren. Und Haarlem ist ein sehr gutes Beispiel. Sie können auch nach Gouda fahren. Das ist nochmal 30 Kilometer weiter. Das ist genauso schön. Ja. Ich hatte vielleicht noch, ich weiß nicht, ob das noch gefordert ist. Ich habe im Chat gesehen, ob es Kooperativen mit Parteien gibt, also ob es irgendwelche Angebote gibt. Ich habe über den Umgang mit Parteien und Verwaltung gar nichts erzählt. Das habe ich völlig vergessen, muss ich sagen. Ich hatte das zwar in meinem Vortrag drin, aber falls das noch gewünscht ist, kann ich gerne ein bisschen dazu erzählen. Gerne jetzt. Ja, sehr gerne. Ja, also ich habe ja kurz erzählt, dass wir ein bisschen enttäuscht waren und gedacht haben, da passiert eigentlich gar nichts. Die Sachen werden hin und her geschoben und könnten eventuell versanden. Und nach dem 13. August, der so schön war, passiert nach wie vor nicht so besonders viel. Und wir sind dann irgendwann Anfang des nächsten Jahres haben wir gedacht, okay, das mit der Politik funktioniert nicht. Die sind irgendwie zerstritten und sind an die Verwaltung herangetreten und waren völlig überrascht, dass die Verwaltung im Gegensatz zu unserer Vermutung, dass die Bremser sind, gar nicht Bremser sind, sondern die haben einfach nur die ganze Zeit darauf gewartet, dass die Politik ein klares Signal liefert. Wir haben uns also mit der Verwaltung getroffen und wir hatten das große Glück, dass es einen mehr oder weniger persönlichen Kontakt nach Berlin gab zu unserem grünen Abgeordneten, der jetzt im Bundestag sitzt. Und der hatte direkten Kontakt zum Verkehrssenator hier in Hamburg, weil wir uns parallel dazu gedacht haben, wir müssen einfach eine Etage höher gehen. Und der hat uns dann tatsächlich kontaktiert und mit dem hatten wir eine sehr interessante Sitzung. Also das wird hier unterstützt, aber es gibt halt in der Stadt eine Rivalität zwischen dem Senat, also der Landesregierung sozusagen, und den Bezirksregierungen und die möchten sich gegenseitig nicht, wie soll man sagen, das Wasser abgraben. Es ist ein bisschen schwierig. Also in Hamburg ist Verkehrspolitik leider, wie das jemand letztens sagte, hauptsächlich Parteienpolitik und da sind wir irgendwie raus. Aber wir sind bemüht, mit allen Stellen irgendwie Kontakt zu haben. Wir haben hauptsächlich mit den Grünen Kontakt, die uns gerne berichten, was alles so abläuft. Und das ist so im Großen und Ganzen unser Hebel. Wir haben, wie soll man sagen, ich habe ein Interview mit Hermann Knoflacher gehört, was Katja Diehl geführt hat vor etwa 1,5 Jahren. Und Katja Diehl fragte auch, Herr Mensch, wie kommt man da weiter, wenn man merkt, das ist irgendwie frustrierend, da passiert gar nichts. Und Herr Knoflacher sagte, und das ist ein Satz, der sich mir eingebrannt hat, Sie müssen in der Politik oder in der Verwaltung Mitkämpfer finden. Wenn Sie das nicht haben, können Sie es vergessen. Also es reicht einfach nicht, von unten irgendwas zu machen. Es reicht auch nicht zu demonstrieren. Sie brauchen jemanden, Verbündeten in der Verwaltung oder in der Politik. Und das ist so, die ergraben wir. Und das funktioniert.
Ja, das würde ich gerne aufgreifen. Ich sehe, dass Dirk von Schneidemesser auch nickt. Und ich kann mir auch vorstellen, dass genau wenn man den Antrag, den ja auch ein Bürger einreichen kann mit 1000 Unterschriften, wenn der dann in der Bezirksverordnetenversammlung in Berlin, also im Bezirk, diskutiert wird. Wir haben ja, also in Berlin ist es ja ähnlich wie in Hamburg, dass Land und Kommune aufeinandertreffen. Aber dass Changing Cities ja wahrscheinlich auch politische Gespräche geführt hat, um diesen Antrag zu begleiten. Dass der dementsprechend in den unterschiedlichen Bezirksverwaltungen auch aufgegriffen wurde. Vielleicht können Sie da auch noch mal berichten. Ja, also es gibt auf jeden Fall sozusagen dieses Ping-Pong-Spiel zwischen bezirklicher Verwaltung und Landesverwaltung in Berlin. Die Landesverwaltung ist für die übergeordneten Straßen zuständig. Also das heißt, normalerweise ist das kein Problem, weil eigentlich Kiezblocks sozusagen Nebenstraßen betreffen. Aber das Hauptstraßennetz ist so dicht, dass sehr oft es auch wichtig wäre, sozusagen den Durchgangsverkehr auf Hauptstraßen zu unterbinden, damit ein Kiezblock dann auch Sinn macht. Und dort ist es tatsächlich so ein Knackpunkt, wo die Verwaltungen aufeinander treffen und sich sehr schön immer sozusagen die Bälle zuspielen können oder eben nicht. Und da ist es auch sehr unterschiedlich, wer mit wem irgendwie gut kann, gut ist, verbunden ist und sowas. Also das ist sehr willkürlich und das betrifft auch so ein bisschen diese Frage sozusagen mit Vernetzung in Politik und Verwaltung. Wir haben uns damals bei dem Bergmann-Kiez für einen Einwohnerinnenantrag entschieden und uns nicht einfach an Abgeordneten oder Verordneten gewendet und gesagt, könnt ihr bitte diesen Antrag für uns einbringen? Weil sozusagen, wenn das überparteilich eingebracht wird, dann sozusagen fallen diese mögliche sozusagen diese Situationen weg, wo die einen irgendwas abschießen, einfach weil es von den anderen kommt, weil es da eine Animosität gibt, weil vor 2 Jahren die und die nicht für das andere gestimmt haben oder sowas, wo man halt, wenn man nicht dabei war, überhaupt nicht durchblicken kann, ne? Und das ist schon sehr gut, wenn man das überparteilich einbringen kann als Bürger und Bürgerinnen und tatsächlich auch ein bisschen Aufmerksamkeit darauf richten kann, also mit Demos, dass die Medien sich auch dafür interessiert, mit Demos oder sonstige Aktionen, damit man was davon weiß, damit sozusagen bei der Abstimmung die Verordneten und Verordneten wissen, dass tatsächlich dort zugeguckt wird, dass die Leute darauf dann auch reagieren werden, je nachdem, wie sie abstimmen. Ja, vielen Dank auch nochmal für die Perspektive. Dann würde ich wieder an Katharina übergeben und an mögliche weitere Fragen im Chat. Ich glaube, dieses Politische hatten wir zweimal, aber es wurden, glaube ich, auch noch andere Fragen gestellt. Genau, eine sehr spannende Frage, die uns auch im Projekt sozialgerechte Verkehrswende immer wieder umgetrieben hat, ist die Frage nach der Folge, also Gentrifizierung als Folge von Aufwertung von Kiezen, was ja durch so ein, also mein Kiez wird schöner, aber vielleicht wird er dadurch auch teurer und werden vielleicht Menschen verdrängt. Vielleicht können Sie da beide aus Ihren jeweiligen Erfahrungen in Berlin und Hamburg sagen, ob das eine reale Gefahr ist, ob diese Sorge tatsächlich die Menschen umtreibt und auch vielleicht, ob Sie da von Untersuchungen wissen, das vielleicht sogar schon wissenschaftlich einmal untersucht wurde. Okay, ich hatte gehofft, Sie springen da ein, oder du springst da ein, aber ich kann was dazu sagen. Also es gibt tatsächlich eine Korrelation zwischen schöne Kieze, sichere Kieze und Einkommen bzw. Bildung. Ja? Das ist aber kein kausaler Zusammenhang. Das heißt sozusagen,
dass diese Indikatoren oft zusammengehen, aber das eine bedingt das andere nicht unbedingt. Und das Ziel muss sein, ja, dass wir diese Korrelation nicht weiterführen. Deswegen ist unsere, also sozusagen, oder ist meine Botschaft immer, wenn ich dann mit Menschen in der Verwaltung oder in der Politik spreche, sage ich, überall, wo es einen Einwohnerinnenantrag gibt für einen Kiezblock, muss dann auch eins dort entstehen, wo es keinen Einwohnerinnenantrag gibt. Denn wir können das nicht einfach so weiterführen, dass sozusagen diese Sorge sich bewahrheitet, dass sozusagen nur die Leute, die Zeit haben, in so einem Webinar, wie wir jetzt machen, teilzunehmen oder sozusagen die kognitive Ressourcen, um sich damit auseinanderzusetzen, was muss ich genau auf dem Einwohnerinnenantrag schreiben, wie vervielfältige ich das, wie organisiere ich die Unterschriftensammlung und so fort. Das braucht alles Ressourcen, zeitlich, auch Geld, auch kognitiv. Und sozusagen ein guter Weg, was dann sozusagen beispielsweise in dem Bezirk Friedrichshain-Kreuzberg rausgekommen ist, hatte ich erwähnt, dass die gesagt haben, wir nehmen das Kiezblock als Leitbild für den ganzen Bezirk. Also das heißt, wir setzen Kiezblöcke auch dort um, wo es keinen Einwohnerinnenantrag gibt und vielleicht auch je nach Dringlichkeit anhand von anderen Indikatoren, beispielsweise Grünflächenversorgung, beispielsweise Lärmbelastung oder Luftbelastung, fangen wir vielleicht dort an, wo es nach diesen Kriterien am nötigsten ist. Und das ist ein Vorgehen, was ich also sehr befürworten würde. Vielleicht nochmal um die Hamburger Perspektive. Ja, kann ich gerne was zu sagen. Ergänzt. Danke. Ich kann natürlich nicht aus wissenschaftlicher Perspektive was sagen, sondern nur aus der Erfahrung. Also es gibt eine laute Gruppe von Leuten, die sehr, sehr wütend sind und uns vorwerfen, dass wir hier mit Absicht Gentrifizierung betreiben. Ich kann das bestätigen, was Dirk von Schneidemesser gerade sagte. Das ist natürlich logisch, wenn ein Kiez ruhig ist und wenn da wenig Autoverkehr ist und wenn es grün ist und wenn die Kinder auf der Straße spielen können, dass man da einfach gerne wohnt. Da wollen einfach alle wohnen. Das ist einfach tatsächlich so. Deswegen haben wir in der Regel den Kritikern gesagt, hör zu Leute, das soll ja nicht nur hier in der Rellinger Straße so sein, im Rellinger Kiez. Das ist ein Modell für ganz so, wie das Herr von Schneidemesser auch eben schon gerade gesagt hat. Wenn man sowas plant, dann kann man es nicht für ein oder zwei kleine Straßenzüge planen, sondern man muss das großflächig planen, um genau diesem vorzubeugen. Abgesehen davon ist es natürlich auch so, dass das eigentlich nicht unsere Zuständigkeit ist. Also wenn das darum geht, die wirtschaftlichen Verhältnisse zu ändern, indem man zum Beispiel eine Mietpreisbremse erlässt, ist das eine Sache, wo die Politik natürlich gefragt wird und nicht Verkehrsplaner und so Laien wie wir. Aber natürlich ist das tatsächlich so. Da, wo es überall schön ist, da wohnt man gerne. Hier in Hamburg gibt es ausreichend Stadtviertel, wo wenig Verkehr ist, wo es schön ist und da wohnen einfach auch Leute und sind auch bereit, mehr Geld auszugeben. Ja, danke nochmal für die Perspektive und auch nochmal für den Blick quasi über das eigene Quartier hinaus. Also ich kann mir vorstellen, gerade in Hamburg, wenn man sich zu zehnt engagiert in einem Quartier, ist es natürlich auch nicht immer möglich, sich sozusagen über die Grenzen darüber hinaus. Aber das ist ja ganz wichtig, diese Botschaft auch in Politik und Verwaltung mitzutragen und auch in die Öffentlichkeit. Katharina, weitere Fragen? Genau, dann ich hätte noch eine sehr konkrete Frage nach den Begleitmaßnahmen, die da nötig wären. Da wurden Beispiele auch genannt, eine höhere Taktung im ÖPNV oder multimodale Mobilitätsstationen, Mieträder, Lastenräder, inwiefern sowas die Einführung unterstützen kann, welche sich da vielleicht als besonders effizient erwiesen haben. Ja, also die Lösungen, die wir haben, die wir brauchen, haben wir alle. Der Bus, der Straßenbahn, die Regionalbahn. Das sind tatsächlich so die Begleitmaßnahmen, die halt ganz wichtig sind.
Und diese Art von Transformation ist auch einfacher in Regionen beziehungsweise in Quartieren oder Städte, wo die ÖPNV gut ausgebaut ist und gut funktioniert. Der Nachteil ist natürlich, dass sozusagen auch sogar so ein Bus anzuschaffen, dauert seine Zeit. Ne? Geschweige denn eine Straßenbahnlinie planen und bauen oder eine U-Bahn oder sowas. Das dauert sehr lange deswegen sozusagen, das ist jetzt kein Hexenwerk, aber das ist was man auf jeden Fall auf dem Schirm haben muss und weswegen es sich auch lohnt, immer und überall für den ÖPNV einzusetzen und dafür zu stimmen und das zu versuchen zu pushen. Dann gibt es auch noch sozusagen so ein Kaviat. Bei dem Beispiel, wo die niederländische Städte das schon seit Jahrzehnten machen, schon seit den 70ern und 80ern, wo das auch ganz gut geht und ging. Dort waren zu der Zeit, so wie wahrscheinlich bei uns viel häufiger auch der Fall, auch in den kleinen Städten waren da Supermärkte, Einkaufsmöglichkeiten. Sowas sozusagen in dem Dorfkern war eine Bäckerei. Ja, und durch beispielsweise sozusagen der Ausbau von Umgehungsstraßen und so weiter und so fort und das Bauen von großen Einkaufszentren auf der grünen Wiese haben wir diese Art von Transformation uns natürlich erschwert, weil wir um so diese Art von Stadtstruktur zu erreichen, damit es für uns funktioniert, brauchen wir diese Versorgung auch nahe, also vor der Haustür. Und das ist so ein bisschen ein Teufelskreis, weil wenn man das eine nicht hat, dann sagt man, okay, dann können wir das andere auch nicht machen. Jetzt können wir doch hier keinen Kiezblock haben. Wir haben doch nicht mal einen Supermarkt innerhalb von irgendwie 5 Kilometer, also fußläufig oder gar mit dem Fahrrad zu erreichen. Was natürlich ein stichhaltiges Argument ist. Aber diese Art von Begleitmaßnahmen spielen auf jeden Fall eine enorme Rolle. Es braucht einfach die Nahversorgung und es braucht also das im Sinne von Versorgung mit Ärzte, Schulen, Supermärkte, aber auch mit Mobilitätsangebote, gerade mit dem ÖPNV. Ja, vielen Dank nochmal für die Ergänzung. Wir haben auch nochmal eine Frage, die würde ich einmal nochmal aufgreifen. Also wie lange der Antrag beispielsweise bis zur Umsetzung in Berlin gedauert hat, ist glaube ich so ein bisschen aus den eigenen Reihen. Und vielleicht können wir dann auch nochmal den Stand in Hamburg abfragen, wo der Stand genau ist und welcher Zeitrahmen oder Zeitplan da so ungefähr zur Zeit angesiedelt ist. Ja, da muss ich leider ein bisschen Wasser in den Wein gießen. Von Antragbewilligung zur Umsetzung. Also wir hatten 2019 den ersten Kiezblock-Antrag bewilligt und dort wurde zwar was umgesetzt, ist aber immer noch nicht fertig. Da sind Schilder, die hängen, die wo drauf steht, motorisierte Durchgangsverkehr ist hier nicht. Aber wenn man sozusagen auf die Straße schaut, es ist immer noch motorisierte Durchgangsverkehr. Das heißt, es müssen andere Maßnahmen, also weitere Maßnahmen ergriffen werden. In anderen Stadtteilen gibt es auch erste sozusagen Pocket Parks und Modalfilter, aber noch gibt es keinen sozusagen also so beantragten und völlig umgesetzter Kiezblock. Also das heißt, wir reden jetzt nicht hier über ein paar Monate, sondern das dauert schon leider doch deutlich länger. Ja, also ja. Ich hatte das jetzt auch nochmal aus der, Entschuldigung, Michael Detmar, bevor ich dir nochmal, genau, wir nach Hamburg gucken, die Berliner Perspektive, dass genau oft einige Maßnahmen umgesetzt sind, aber gegebenenfalls noch nicht alle in den Kiezen und das natürlich auch oft mit dem Personalmangel in der Verwaltung und dass es spezielle Mitarbeitende sich mit dem Thema betrauen sollen, begründet wird. Also deswegen braucht man schon langen Atem. Eingefallen ist mir noch, dass ich in einem Zusammenhang gehört habe, dass tatsächlich bei den Superblocks in Barcelona sich beispielsweise das Thema, was wir vorher hatten,
also Nahversorgung, kurze Wege, dass es da eine verstärkte Ansiedlung gab, nachdem die Superblocks auch da waren und sozusagen wieder dieses Leben durch Gastronomie einerseits, aber auch durch Geschäfte und weitere Dienstleistungen stärker wieder ins Quartier gezogen sind. Also genau, dieses, das bedingt sich schon, aber dass man manchmal nicht alles bei der Ausgangssituation hat. Genau, Michael Detmar, der Stand und der Planungszeithorizont. Ja, gerne. Ich würde natürlich ganz gerne Wein ins Wasser gießen, im Gegensatz zu Herrn von Scheidemesser, kann ich aber leider nicht. Also es ist hier vielleicht, ich will nicht sagen, es ist grundsätzlich anders, aber die sind eigentlich relativ fix gewesen. Also ich habe von 2021 erzählt, dass die Anträge da von einem Ausschuss in den nächsten verschoben worden sind und das Ganze so aussah, als ob es irgendwann versandet, dass sie tatsächlich mit interparteilichen und auch über die Fraktionsgrenzen hinweg stattfinden, Auseinandersetzungen. Zusammen. Es gibt einen Plan, der eigentlich so aussieht, dass zwei Elemente, die zwar groß und schön sind, nämlich genau diese beiden Fotos, die ich Ihnen gezeigt habe, dass die umgesetzt werden. Allerdings mit relativ viel Geld. Wir haben nicht verstanden, weshalb da 100.000 Euro in die Hand genommen werden muss, um 80 Meter Straße für den Autoverkehr zu sperren. Das haben wir nicht verstanden. Wir wissen das nach wie vor nicht, was da genau geplant ist. Auch der Parnassplatz, dieser kleine Parkplatz, dieser etwas schäbige, den ich Ihnen gezeigt habe, der soll auch umgebaut werden. Also das ist alles, so weit wir wissen, A, geplant, die Leistungsverzeichnisse sind raus, es gibt da schon Angebote und das soll bis Mitte nächsten Jahres fertig sein. Das bezweifeln wir stark, aber so ist momentan die offizielle Verlautbarung. Wo wir momentan dran sind, ist, dass wir versuchen, der Verwaltung, aber auch insbesondere der Politik klarzumachen, dass man nicht viel Geld in die Hand nehmen muss. Das ist wirklich mit wirklich total einfachen Maßnahmen schon zu machen. Ist, wenn Sie durch so ein enges Viertel gehen, dann stehen halt eine Menge Autos zum Beispiel schräg zur Hälfte auf dem Gehweg und zur Hälfte auf der Straße. Das kennen Sie vielleicht in Berlin auch. Ich weiß es nicht genau. Hier ist es jedenfalls notorisch. Das ist allgemein. Das macht eigentlich fast jeder Autofahrer so. Und da jetzt einfach von quer auf Längsparken umzustellen, das ist einfach nur die Straßenverkehrsordnung durchzusetzen. Und das funktioniert auch. Wenn die Polizei sowas ankündigt, die Leute spuren sofort, meckern zwar, aber machen das dann. Aber auch da ist leider eine relativ große Opposition von Politikern, die entweder offen sagen, das wollen sie nicht, oder versteckt in diese Richtung agieren. Das ist mühselig, aber wir sind da dran. Wir machen die Politiker manchmal ein bisschen nervös und das ist nicht schlecht. Und wir sind noch nett dabei. Ja, vielen Dank auch nochmal für den Einblick und genau den Blick auf den Zeitplan. Wir sind also ganz gespannt, wie es dann im nächsten Jahr aussieht. Ich würde sagen, wir nehmen uns ja immer so 1,5 Stunden Zeit für das Online-Seminar. Deswegen würde ich an der Stelle auf jeden Fall schon mal die Fragerunde schließen im Chat und Katharina nochmal fragen, ob wir noch Fragen haben, die wir vielleicht bisher nicht beantwortet haben. Ja, vielleicht können wir einmal noch mal speziell uns den Radverkehr angucken und welche Rolle der in so einem Superblock spielt. Da hatte jemand nach speziellen Regularien für den Radverkehr gefragt. Und mir kam jetzt noch in den Sinn, der Quint Schneidermesser hatte das Bild von der Bergmannstraße gezeigt, wo jetzt es quasi ein Radschnellweg geworden ist, über den man als Fußgänger sehr schwer rüberkommt. Also vielleicht könnten Sie beide noch einmal so was zur Rolle des Radverkehrs in solchen und vielleicht den Konflikten, vielleicht den kreierten oder auch den tatsächlichen zwischen Fußverkehr und Radverkehr noch einmal kurz drauf eingehen. Ich gerne aus Hamburg, das Viertel, um das es hier geht. Wir werden natürlich oft gefragt, weil wir Kursfahrt statt Hamburg heißen, dass wir jetzt also pro Fahrrad sind und die Fußgänger und Autofahrer jetzt gar keine Rolle spielen und das sei ja einseitig und so weiter. In diesem konkreten Projekt geht das eigentlich. Es geht hauptsächlich um die Menschen, die sich einfach zwischen den Häusern gerne aufhalten wollen. Das machen die auch. Fahrradfahrer sind hier nicht so ein großes Thema. Die fahren natürlich auch, aber die rasen hier nicht durch. Es gibt also keine Schnellstrecke. Insofern sind die Konflikte, die da bei einigen Leuten gesehen werden, unserer Meinung nach wird es diese Konflikte nicht geben. Aber man kann das natürlich so und so sehen. Aber es ist tatsächlich hauptsächlich so, dass wir hier für Fußgänger planen und nicht für Fahrradfahrer. Ja, ich würde den auf jeden Fall zustimmen. Die Kiezblocks sehe ich auch als
Also in allererster Reihe ein Konzept, was den Fußverkehr zugutekommt. Wir haben auch Situationen, wo man sagt, ah, hier soll ein Kiezblock jetzt kommen und das ist ein Teil von dem übergeordneten Fahrradnetz und so weiter. Und dann verhaken sich unterschiedliche Akteure und so. Ich denke immer so Leute, also wenn wir tatsächlich zu dem Punkt kommen, wo das unser Konflikt ist, das sind Luxusprobleme, dann da wären wir halt tatsächlich viel weiter und lass uns erstmal so die Konflikte angehen, die wir jetzt haben. Und dann können wir uns danach irgendwie auch spalten und schauen, wie wir dann uns miteinander weiterzanken. Man kann es einfach, also gefühlt ist das auch eine Realität. Wir haben uns an Autos gewöhnt, haben das Gefühl, sie einschätzen zu können, so weiter so fort. Und wenn dann sozusagen ein Radweg entsteht, haben wir vielleicht das Gefühl, wir wissen nicht, wie wir damit umgehen sollen können, wie wir das einschätzen sollen. Aber man kann es auch von einem anderen Blickwinkel anschauen. Es gibt jährlich zwischen 0 und 1 Mensch in Deutschland, die oder der durch sozusagen mit dem Fahrrad getötet wird, durch eine Kollision. Und es gibt aber Hunderte und Tausende, die durch Kollisionen mit dem Autoverkehr getötet werden. Sozusagen, das für mich bringt es einfach ein bisschen in die Perspektive. Damit will ich keineswegs sozusagen die Notwendigkeit, dass wir uns das genauer anschauen und unter den Teppich kehren. Ich glaube, es gibt gute Lösungen, zum Beispiel auf dem Lausitzer Platz in Berlin, was sozusagen ein Teil von einer Kiezblockmaßnahme auch ist. Da das wurde zu einer Fußgängerzone gemacht. Und dort haben sie dann auch diese auf der Straße aufgebracht, wie man das aus den Niederlanden kennt, also Fahrräder zu Gast. Also hier ist zuerst der Fußverkehr hat Priorität. Die Fahrräder dürfen hier auch langfahren, aber die müssen dann auf den Fußverkehr aufpassen. Das finde ich auch gut und richtig so. Und mir scheint es, dass es dort auch gut funktioniert. Ja, das ist, glaube ich, einfach nochmal ein guter Appell, den wir ja auch immer wieder aufgreifen. Es geht ja auch um Rücksichtsnahme im öffentlichen Raum und zu Fußgehende sind in dem Fall ja auch die Schwächsten im öffentlichen Nahverkehr und im Verkehr. Und vor dem Hintergrund ist es ein, glaube ich, auch nochmal ganz gutes Aufgreifen des Themas. Das Thema Fußgängerzone würde ich nochmal mit dem heutigen Tag verknüpfen wollen, was vielleicht nicht jedem gleich im Sinn kommt, quasi in der Abmoderation. Denn wir haben heute im Radio gehört, dass vor 69 Jahren in Kassel die erste Fußgängerzone in der BRD umgesetzt wurde. Und ich finde, das ist jetzt irgendwie auch ein ganz guter Ausklang zu dem Seminar. Also was kann sich alles ändern, auch im öffentlichen Raum, in der Verkehrsfläche? Und und wir arbeiten alle gemeinsam daran, den öffentlichen Raum für uns Menschen wieder zu gestalten und den motorisierten Individualverkehr, der so viel Fläche einnimmt, ja vor allem auch stehend, was wir ja auch immer wieder in unserem Projekt feststellen und damit einfach auch viel weniger Fläche für zu Fußgehende oder für Radfahrende oder für den ÖPNV ermöglicht, dass wir das einfach weiterhin vorantreiben, dass wir wieder mehr Fläche für Menschen haben. Also vielen herzlichen Dank, dass Sie uns Ihre unterschiedlichen Beispiele aus Berlin und Hamburg vorgestellt haben, einen Einblick gegeben haben in das Verfahren, wie viele MitstreiterInnen man braucht, um so etwas anzustoßen, wie viel es ausmacht, Bilder zu transportieren, wie gut es ist, tatsächlich als bürgerschaftliches Engagement auch überparteilich zu wirken oder auch öffentliche Medien zu nutzen, um dieses Thema
zu platzieren. Also herzlichen Dank an Dirk von Schneidemesser und Michael Detmer, dass Sie heute mit dabei waren. Und einen ganz großen Dank auch an meine Kollegin Katharina Klaas und Sarah Eschenmoser, mit denen wir heute das Seminar vorbereitet haben und durchgeführt haben. Und vielen herzlichen Dank für das große Interesse und dass Sie heute teilgenommen haben. Bevor ich Sie in den Abend verabschiede, möchten wir natürlich auch gerne von Ihnen erfahren, wie Sie unsere Online-Seminarreihe finden, wie die Inhalte Sie auch unterstützen, selber vor Ort aktiv zu werden, welche Themen Sie sich vielleicht auch wünschen. Dazu haben wir eine kleine Umfrage erstellt über LamaPol. Den Link werden wir jetzt gerade im Chat teilen. Also wenn Sie sich noch 5 Minuten Zeit nehmen, dann freuen wir uns sehr. Des Weiteren möchte ich Sie natürlich auch einladen, in der nächsten Woche an unserem Online-Seminar teilzunehmen. Da werden wir das Thema haben, gemeinsam den öffentlichen Raum gestalten, Shared Spaces und Begegnungszonen. Und da werden wir ein Realexperiment von einem Berliner Stadtplatz kennenlernen, was eigentlich mehr ein Kreuzungsverkehr war und die temporär einen Stadtplatz gestaltet haben. Und da spielt auch eine große Rolle die Reduzierung des motorisierten Individualverkehrs und auch der Stellplätze. Also seien Sie gerne wieder nächste Woche dabei um 17 Uhr. Der Anmeldelink erscheint jetzt auch nochmal im Chat. Und ansonsten bleibt mir nur noch Ihnen einen schönen Abend zu wünschen und herzlichen Dank.